In diesem Video zeige ich dir 12 Beispiele aus der Praxis, wie ChatGPT auch für dich als Camper, Wohnmobilist, Vanlifer und so weiter extrem hilfreich sein kann. Und ein ebenso hilfreiches Geschenk habe ich auch noch für dich. Wahnsinn. Moin, liebe Leute. Alle Welt redet im Moment von KI und ganz besonders von ChatGPT. Und es scheint, als würde dieses Thema die Nation in zwei Lager spalten. Die einen, die diese Technik verteufeln, und die anderen, die sie lieben oder zumindest zu ihrem Vorteil einzusetzen wissen. Ich gehöre zu denen, die die Gefahren zwar sehen, die diese ganze KI-Sache mit sich bringt, aber ich bin ebenso begeistert und fasziniert davon. Und ich nutze sie inzwischen fast täglich. Und weil ich mir sicher bin, dass viele nur davor zurückschrecken, weil sie gar nicht so richtig wissen, welche Vorteile ihnen der Einsatz von ChatGPT bringen kann, will ich mit diesem Video mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Denn gerade, wenn ihr mit dem Wohnmobil, mit dem Wohnwagen oder sonst irgendwie auf Reisen seid, kann euch ChatGPT nämlich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr hilfreich zur Seite stehen. Also öffnet euch diesem Thema und dann legen wir auch direkt mit meinem ersten Tipp los. Wo hast du dir bisher vor deinem Trip deine Reiseinformationen hergeholt? Einreisebestimmungen, Zahlungsmittel, Geflogenheiten und so weiter. Wahrscheinlich hast du eine Suchmaschine geöffnet und dir all diese Informationen mühsam von unterschiedlichen Webseiten zusammengesammelt. Im KI-Zeitalter kannst du das eine Software für dich machen lassen, zum Beispiel ChatGPT. Wenn man noch nicht so richtig mit ChatGPT umzugehen weiß, dann kann man sich einfach nach und nach mit einzelnen Eingaben das ausspucken lassen, was man wissen möchte. Das ist auch schon cool und geht auch schon erheblich schneller als die Suchmaschinenvariante. Aber der riesige Vorteil von ChatGPT ist ja, dass wir in die Eingabezeile quasi alles reinschreiben können, was uns in den Sinn kommt. Und ChatGPT sammelt die Informationen und spuckt sie uns übersichtlich und strukturiert aus. Aber je strukturierter auch unsere Eingabe ist, der sogenannte Prompt, umso besser ist auch das Ergebnis, das ChatGPT uns anschließend ausspuckt. Da hat sich inzwischen ein ganzer Berufszweig entwickelt. Prompt-Design nennt sich das. Und Unternehmen zahlen für solche Prompt-Designer inzwischen offenbar richtig viel Geld. Wir machen das hier aber noch selbst. Um meine gewünschten Reiseinformationen zu bekommen, könnte ich ChatGPT zum Beispiel mit folgenden Informationen füttern. Ich plane eine Reise mit dem Wohnmobil von Deutschland nach Ungarn. Mein Wohnmobil ist 8,6 Meter lang und wiegt 5,5 Tonnen. Bitte beantworte mir die folgenden Fragen. Damit hat ChatGPT die nötigen Basisinformationen. Und dann haue ich meine Fragen einfach raus. Gibt es etwas, das ich beim Grenzübertritt beachten muss? Und welche Gegenstände darf ich nicht mitführen? Welche Besonderheiten bei Verkehrsregeln und Vorschriften gibt es zu beachten? Ob es eine Maut gibt, ist auch interessant zu wissen. Außerdem stehe ich auch gerne mal frei. Ist das Übernachten im Wohnmobil auch außerhalb von Camping- und Stellplätzen erlaubt? Da ich keinen Alkohol trinke, ist das für mich nicht ganz so interessant, aber wie sind die Alkoholgrenzen für Rad- und Autofahrer? In welcher Währung wird bezahlt? Gibt es bestimmte Verhaltensregeln oder Gepflogenheiten in Restaurants, beim Einkaufen oder in anderen alltäglichen Situationen? Das ist eigentlich wohl eher bei Fernreisen interessant. Und für viele wichtig, was muss ich beachten, wenn ich mein Haustier, in Klammern Hund, mit auf die Reise nehme? Und abschicken. Erstmal kriegen wir eine kurze Einleitung. Klar, Sascha, ich helfe dir gerne bei deinen Reisevorbereitungen für deine Wohnmobilreise nach Ungarn. Und dann kommen die Antworten. Beim Grenzübertritt. In der Regel gibt es keine besonderen Einschränkungen für Wohnmobile beim Grenzübertritt von Deutschland nach Ungarn. Gut, direkt von Deutschland nach Ungarn wird auch schwierig, aber wir nehmen das jetzt mal so an. Ich bin mir sicher, wenn wir ChatGPT danach fragen, dann weiß es, dass wir, um die ungarische Grenze zu erreichen, wenigstens durch Österreich müssen. Du solltest Reisedokumente, Fahrzeugpapiere, Führerschein mitführen und so weiter, überprüfe, bla bla bla. Die Verkehrsregeln sind ähnlich wie in Deutschland. Es gibt ein Mautsystem für Wohnmobile über 3,5 Tonnen und so weiter. Wie cool ist das? Wir geben einfach unsere Fragen ein und kriegen alle Informationen, die wir brauchen, mit einem Schlag, ohne lange danach suchen zu müssen. Für diesen Grenzfauxpas müssen wir den Prompt konkreter formulieren. ChatGPT sagt uns nur das, wonach wir fragen. In diesem Fall müssten wir ChatGPT mitteilen, dass es uns die Informationen nicht nur für Ungarn,
sondern zum Beispiel auch für Österreich geben soll. Diesen Prompt und auch alle anderen, die ich dir gleich noch zeigen werde, habe ich übersichtlich in einer PDF-Datei für dich zusammengefasst, die du dir kostenlos von meiner Homepage runterladen kannst. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Du kannst diesen Fragenkatalog natürlich nach Belieben verändern, erweitern oder kürzen. Wenn du das Ganze abschickst, dann wird ChatGPT dir all deine Fragen beantworten, du lädst dir den generierten Text mit den Antworten runter und bist für deine nächste Reise gewappnet. Man muss allerdings auch anmerken, dass nicht alle Informationen, die ChatGPT liefert, auch immer zu 100% akkurat sind. ChatGPT behauptet auch schon mal Dinge, die so nicht unbedingt richtig sind. Und auch das hat inzwischen einen Namen. Das nennt sich Halluzinieren. Kein Scherz. Im Zweifel bietet sich bei wirklich wichtigen Informationen deshalb auch schon mal eine Gegenprüfung mit zuverlässigen Quellen an. Oder du fragst ChatGPT einfach nach den Quellen der jeweiligen Informationen. Das geht auch. Was wäre eine Reise ohne den Besuch von Sehenswürdigkeiten oder den ein oder anderen Geheimtipp? Fragt ChatGPT danach. Ich plane eine Reise im Mai nach Paris. Beantworte mir bitte die folgenden Fragen. Aus irgendeinem Grund schreibe ich meistens bitte. Erstens, welche Sehenswürdigkeiten muss ich unbedingt gesehen haben? Zweitens, welche Plätze bieten den schönsten Blick über die Stadt? Drittens, welche kulinarischen Spezialitäten des Landes oder der Region sollte ich probieren und wo finde ich sie? Geheimtipps. Hast du Geheimtipps für mich? Wie kann ich mich dort am besten fortbewegen, zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Gibt es von dort aus empfehlenswerte Tagesausflüge? Wie ist das Wetter dort zu der Zeit und welche Kleidung sollte ich einpacken? Und achtens, kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Reisekosten minimieren kann? Und dann schicken wir das Ganze ab. Wenn dir später, auch Tage später, noch was einfallen sollte, das du vergessen hast, dann kannst du jederzeit Bezug auf die vorherige Konversation nehmen, weitere Fragen stellen und ChatGPT dann bitten, nochmal alle Informationen für dich zusammenzufassen. Sehenswürdigkeiten. In Paris gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Unbedingt sehen solltest du den Eiffelturm, den Louvre, den Arc de Triomphe und das Schloss Versailles. Auf jeden Fall. Aussichtspunkte. Für einen tollen Blick über die Stadt empfehle ich den Eiffelturm, kann ich nur bestätigen, und den Montparnasse Tower, kenne ich nicht, oder den Hügel von Montmartre. Richtig gut. Damit haben wir uns also auch in Sachen Sehenswürdigkeiten und Co. innerhalb kürzester Zeit schon mal einen guten Überblick für unseren Trip verschafft. Du bist aber natürlich auch kulturell und im Hinblick auf die Geschichte deines Reiselandes schwer interessiert. Deshalb lassen wir ChatGPT mal die wichtigsten Eckpfeiler für uns zusammentragen. Erzähle mir Wissenswertes über Tschechien und unterteile in folgende Abschnitte. Erstens, wichtige historische Ereignisse. Zweitens, kulturelle Besonderheiten. Drittens, Kunst, Literatur und Musik. Und viertens, Museen und Ausstellungen. Und wenn du tiefer zum Beispiel in die Geschichte eintauchen willst, dann schreib deine Fragen einfach in die Eingabezeile und ChatGPT wird dir in Sekundenschnelle die entsprechenden Antworten liefern. Welche Rolle spielt der Einfluss der Römer in Prag? Der Einfluss der Römer in Prag und der heutigen Tschechischen Republik war begrenzt. Wie du siehst, kannst du dich mit ChatGPT wie mit einem guten Freund unterhalten. Einem sehr, sehr klugen guten Freund. Auch zum Sprachenlernen taugt ChatGPT. Die Entwickler von ChatGPT sollen geäußert haben, dass sie selbst gar nicht genau wissen, wie viele Sprachen ihre Software eigentlich beherrscht. Aber es sollen über 120 sein. Wenn du willst, lass dir also Swahili von ChatGPT beibringen. In unserem Beispiel fangen wir aber erstmal mit Spanisch an. Ich möchte, dass du mir Spanisch beibringst. Ich bin Anfänger und kann täglich etwa 10 Minuten zum Lernen aufbringen. Mein Lernziel? Ich möchte auf Spanisch eine allgemeine Konversation führen können. Bitte zeige mir unseren Lehrplan, unterteile ihn in Module und Lektionen und gib eine Einschätzung ab, wie lange ich zum Erreichen meines Lernziels benötige. Anschließend möchte ich, dass wir mit der ersten Lektion beginnen. Und schon kriegst du deinen fertigen Sprachkurs präsentiert und kannst direkt mit dem Spanischlernen loslegen. Oder Swahili. Deine Entscheidung.
Auf der Seite ChefGPT hast du die Möglichkeit, Zutaten, die du noch im Kühlschrank hast, einzugeben und dir daraus ein leckeres Rezept generieren zu lassen, wenn du keine Lust hast, noch einkaufen zu gehen oder die Geschäfte schon dicht sind. Wenn du willst, kannst du dich auf der Seite kostenlos anmelden und hast in diesem kostenlosen Tarif dann bis zu 5 Rezepte im Monat frei. Aber, wie du wahrscheinlich schon richtig vermutest, kann ChatGPT das mit dem richtigen Prompt natürlich auch. Ich habe folgende Zutaten: 500 Gramm Nudeln, 400 Gramm Reis, eine Zwiebel, Knoblauch, 200 Gramm Sahne habe ich noch, 2 Eier, ca. 150 Gramm Salami, ca. 80 Gramm Gouda Scheibenkäse, Toastbrot, Salz, Pfeffer, Curry, Margarine und Petersilie. Bitte zeige mir ein Rezept für ein leckeres Mittagessen für 2 Personen. Ich habe einen Gasherd mit 3 Flammen sowie einen Backofen zur Verfügung. Es müssen nicht alle Zutaten in dem Rezept Verwendung finden. Et voilà! Ein leckeres Rezept, das sogar ich nachkochen könnte. Wenn du willst, kannst du ChatGPT natürlich auch direkt nach einem Rezept und den erforderlichen Zutaten fragen. Und es wird dir eine entsprechende Zutatenliste und das entsprechende Rezept zum Nachkochen liefern. ChatGPT kennt sich auch bestens mit der Technik von Fahrzeugen aus. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten einige technische Probleme gehabt, wie ihr vielleicht verfolgt habt. Und ChatGPT hat mir wirklich viele wertvolle Informationen und Denkansätze für meine Reparaturen geben können. Dafür habe ich den Fehlerspeicher des Motors ausgelesen und dann diese Fehlercodes an ChatGPT weitergegeben mit den entsprechenden Fragen. Aber auch bei einfacheren Dingen kann das Wissen von ChatGPT schon sehr hilfreich sein. Ich habe ein Wohnmobil mit folgendem Basisfahrzeug: 4 Ducato Multijet 180, 3,0 Liter, Baujahr 2012, 177 PS, Pritsche, Fahrgestell 250-290. Bitte gib mir eine Anleitung für einen Ölwechsel. Liste Werkzeuge und Zubehörteile auf, die ich benötige, und hebe Dinge hervor, die ich beachten muss. Klar, Sascha, ein Ölwechsel an deinem Fiat Ducato sollte regelmäßig durchgeführt werden. Dann kriegen wir eine Liste mit allem, was wir für den Ölwechsel brauchen, und schließlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. ChatGPT kann noch keinen Werkstattmeister ersetzen, aber es hat mir schon sehr dabei geholfen, mein Fahrzeug überhaupt erstmal zu verstehen und einen Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise von Motoren zu bekommen. Und es ist ein gutes Gefühl, immer jemanden dabei zu haben, der sich auskennt. Vielleicht schreibst du auf deinen Reisen Tagebuch. Dann willst du dir das wahrscheinlich auch nicht nehmen lassen. Auf richtigem Papier zu schreiben, mit einem richtigen Stift, fühlt sich natürlich immer noch ganz anders an, als einen Text einfach nur einzutippen oder einzusprechen. Aber vielleicht hast du nicht immer die Zeit und die nötige Ruhe, um das zu machen. Dann kannst du ChatGPT auch als Reisetagebuch benutzen und dir deine Erlebnisse am Ende deiner Reise zusammenfassen lassen. Dieser Prompt ist ein bisschen aufwendiger als die anderen. Ich habe mir solche aufwendigen Prompts nach Thema sortiert in einer Datei abgespeichert und kopiere sie mir dann nach Bedarf in die Zwischenablage und dann hier in das Eingabefeld. Und ich habe gleich noch so einen langen Prompt für dich. Deshalb lad dir nach diesem Video gleich die Datei mit den Prompts runter, die ich hier heute benutze. Diesen Dialog kannst du wie jeden anderen auch jederzeit wieder öffnen und ihn durch weitere Erlebnisse erweitern. Auch wenn du zwischendurch schon andere Chats begonnen oder geöffnet hast. ChatGPT wird alles speichern, dir Fragen stellen und am Ende alles zusammenfassen, wenn du das möchtest. Wie gesagt, ein richtiges Tagebuch aus Papier und mit Tinte geschrieben kann ChatGPT wahrscheinlich nicht ersetzen. Aber für jemanden wie mich, der mit der Hand schon kaum noch seinen eigenen Namen richtig schreiben kann, ist so ein digitales Reisetagebuch mit Sicherheit eine interessante Einsatzmöglichkeit. Gerade im Urlaub passiert immer mal wieder irgendwas, das sich negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Ein Insektenstich, ein Sonnenbrand, ein Muskelkater oder sonst irgendwas. Es gibt viele gute Hausmittel, die helfen, Schmerzen, Juckreiz oder andere Symptome zu lindern. Aber nicht immer hat man diese Hausmittel auch auf Abruf parat, wenn es dann ernst wird. Und auch hier kann ChatGPT sinnvoll eingesetzt werden. Ich habe einen Wespenstich am Oberarm. Welche lindernden Hausmittel kann ich anwenden? Bitte gib mir so viele Tipps wie möglich, gib die Dauer der jeweiligen Maßnahme an und erstelle die Liste der Maßnahmen in einer sinnvollen Reihenfolge, beginnend mit der sinnvollsten. Gib mir anschließend allgemeine Informationen und Hinweise
zum weiteren Vorgehen. Als erstes bekundet ChatGPT uns erstmal sein Mitleid. Sehr nett. Und dann kriegen wir unsere Liste mit den Tipps. Eiswürfel, Zwiebel, Essig, Backpulver, jeweils mit der Angabe, wie lange wir die Maßnahmen durchführen sollen. So wie wir es uns gewünscht haben. Wie du siehst, kann ChatGPT also auch hier helfen. Und in meinem nächsten Tipp geht es wieder um weniger schmerzhafte Angelegenheiten. Ich bin persönlich nicht so die Leseratte. Aber für viele gibt es nichts Schöneres, als sich bei Weltuntergangswetter bei Kerzenschein in eine Wolldecke einzumurmeln, sich dem Prasseln des Regens auf dem Wohnmobildach hinzugeben und ein gutes Buch zu lesen. Lass dir vor deiner Reise deshalb für solche Fälle eine Liste mit guten Weltuntergangswetterbüchern geben, damit du in deinem Urlaub auf jede Wetterlage vorbereitet bist. Ich suche interessante Reiseberichte über die Karpaten. Gib mir 10 Tipps inklusive aller relevanten Informationen für eine Bestellung, in Klammern Titel, Autor, Jahr, gegebenenfalls ISBN und so weiter. Liste deine Tipps nach Erscheinungsjahr absteigend sortiert auf und gib mir am Ende der Liste einen Hinweis darauf, wie aktuell deine Informationen sind. Das ist, glaube ich, besonders bei Büchern nicht ganz uninteressant. Statt Reiseberichte kannst du natürlich auch Liebesromane, Abenteuergeschichten oder was auch immer du lesen möchtest eingeben. ChatGPT hat keinen direkten Zugriff auf das Internet und kann deshalb auch keine sinnvollen Links ausspucken. Und das Wissen von ChatGPT reicht nur bis zum September 2021 und ältere Bücher sind vielleicht eh längst vergriffen oder nicht mehr im Angebot. Hier gilt es also, anschließend nochmal eine gezielte Internetrecherche zu betreiben. Und wenn du gar nicht fündig werden solltest, dann ist der nächste Tipp auf jeden Fall was für dich. Denn wie wäre es, stattdessen deine eigenen Geschichten zu schreiben? ChatGPT kann richtig gute Ideen für ein grobes Konzept liefern und du kannst diese Ideen dann im Austausch mit ChatGPT bis zur fertigen Geschichte verfeinern und ausarbeiten. Auch dieser Prompt ist wieder etwas aufwendiger. Deshalb kopiere ich ihn hier in das Eingabefeld, drücke auf Enter und schon kannst losgehen mit dem Geschichtenschreiben. Grundsätzlich kannst du die Fragen von ChatGPT beantworten, du musst es aber nicht. Den Schreibstil lasse ich deshalb vorerst mal offen. Und was die Geschichte betrifft, möchte ich jetzt mal eine Fantasy-Geschichte schreiben. Die Geschichte soll von einem kleinen, dicken Jungen handeln, der in der Schule von seinen Mitschülern gehänselt wird und zufällig feststellt, dass er über magische Kräfte verfügt, die ihn befähigen, Dinge in andere Dinge zu verwandeln. Allerdings kann er das nur außerhalb der Schule. Deine Fantasie sind hier absolut keine Grenzen gesetzt, wie du merkst. Und die Struktur, die ChatGPT dir dann ausspuckt, nimmst du als Basis, um anschließend alle Szenen der Geschichte nach und nach einzufügen, zu verändern, weitere hinzuzufügen und so deine Geschichte gemeinsam mit ChatGPT von Grund auf zu entwickeln. Dabei kannst du ChatGPT natürlich auch jederzeit nach weiteren Ideen und Vorschlägen fragen. Das macht richtig Spaß. Ich habe so schon eine komplette Abenteuergeschichte mit Luca und Hanna verfasst, die gemeinsam ein Abenteuer in einem alten Dschungeltempel erleben. Wenn dich das interessiert, dann findest du in der Videobeschreibung Links zu Lese- und Hörproben. Denn als Hörbuch habe ich die Geschichte tatsächlich auch aufgenommen, auch mit KI. Und mal gucken, wer weiß, vielleicht mache ich auch aus dieser Geschichte noch was. Packe ich dann natürlich auch in die Videobeschreibung, wenn sie fertig ist. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Solltest du auch mal ausprobieren. Ich könnte noch ewig so weitermachen, aber mein vorletzter Tipp in Sachen ChatGPT für Camper, eigentlich ist es mein letzter Tipp, das wirst du gleich verstehen, warum, ist die Erstdiagnose bei Beschwerden jeglicher Art. Denn häufig rennen wir viel zu schnell zum Arzt, nur um unsere Wehwehchen beurteilen und uns dann wieder nach Hause schicken zu lassen. Alle Ärzte da draußen mögen mir das verzeihen, aber gerade im Urlaub möchte man solche Besuche ja nach Möglichkeit vermeiden. Und wie jedem Arzt auf dieser Welt kannst du auch ChatGPT deine Symptome darlegen und dir entsprechende Tipps geben lassen. Zum Arzt gehen kannst du dann zu Hause ja immer noch, wenn du das willst. Aber erstmal ist so eine Erstdiagnose nicht nur hilfreich, sondern im Falle des Falles ja auch nervenschonend und beruhigend. Gib also zum Beispiel ein: Ich habe folgende Beschwerden. Leichter Schwindel beim schnellen Aufstehen. Leichte Kopfschmerzen. Die Beschwerden sind heute Morgen beim Aufstehen das erste Mal aufgetaucht. Bitte gib mir Tipps für Maßnahmen zur Linderung und stelle mir relevante Fragen für eine erste mögliche Diagnose. Das tut mir leid zu hören, Sascha.
Dann gibt es einen Hinweis, dass ChatGPT kein Arzt ist, aber ein paar allgemeine Ratschläge geben kann, die helfen könnten. Langsam aufstehen. Vermeide schnelle Bewegungen beim Aufstehen aus dem Liegen oder Sitzen, um Schwindel zu minimieren. Ausreichend trinken. Ernährung. Achte auf eine ausgewogene Ernährung und versuche regelmäßig zu essen, um niedrigen Blutzuckerspiegel zu verhindern. Wenn möglich, leg dich hin und ruh dich aus, wenn die Symptome auftreten. Damit kann man doch erstmal arbeiten. Schließlich sind wir ja auch im Urlaub, um uns zu entspannen. Zur Routenplanung habe ich leider feststellen müssen, taugt ChatGPT noch nicht so wirklich. Sehenswürdigkeiten, die ich mir entlang meiner Route anzeigen lassen wollte, lagen viel zu weit ab vom Schuss. Bei der Fahrt von Hamburg nach Paris einen Abstecher ins Elsass zu machen, ist mal eben ein Umweg von knapp 400 Kilometern. Aber für viele andere Zwecke ist ChatGPT einfach großartig und ich persönlich möchte es nicht mehr missen. ChatGPT kannst du natürlich nicht nur für deine Reisen, sondern auch in allen anderen erdenklichen Lebensbereichen sinnvoll einsetzen. Zum Beispiel im Job oder für deine Selbstständigkeit und in deinem Unternehmen, um Texte zu generieren, E-Mails zu beantworten, im Marketing, Kundenservice und. Wenn das für dich nach einem interessanten Thema klingt, dann klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung, denn ich habe einen knapp anderthalbstündigen Online-Videokurs nur speziell zu diesem Thema gemacht. ChatGPT im Business. Ein extrem spannendes Thema, wie ich finde. Ich hoffe, dass ich dich mit meiner Begeisterung für ChatGPT und seine Einsatzmöglichkeiten ein kleines bisschen anstecken und dir ein paar spannende Tipps für deine nächste Reise mit auf den Weg geben konnte. Lad dir meine Liste mit den Prompts aus diesem Video runter und probier es einfach selbst mal aus. Du wirst merken, das macht richtig Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen und wünsche euch bis dahin alles Gute.